Dann müssen wir uns von einem Monarchen leider trennen. Trennen wir uns von Sengen. Fällt mir zwar nicht, aber dann müssen wir uns von Sengen trennen. Gut. Raus mit dem Garten und dann raus mit der mystischen Tomate. Xing Zhen Hu, das ist nicht gut. Er holt sich Neos, okay. Antike Regeln, ist jetzt insgesamt alles nicht gut für uns. Tja, hätten wir gerade nicht per Dress for Charity eine zusätzliche Tomate gezogen, wäre das jetzt alles besser für uns. Dann holen wir uns halt einen Seelenschnitter, schätze ich. Schaden hin oder her. Jo. Seelenschnitter. Judendach. Das tut weh, aber wir müssen unseren Monarchen ja beschwören können. Okay. So. Dann wollen wir erstmal Nias loswerden. Hier ein MST, wenn wir das zerstören, die Spiegelkraft. Das Problem sind die Neos-Effekte, wenn wir die Dinge jetzt da lassen. Schwören wir lieber erstmal Zaborg und zerstören erstmal Neos. ...16 Jahre und ich finde immer noch, dass die Tomate aussieht wie ein Kürbis. Naja, die ist schon ein bisschen fett, muss man ja lassen. Okay. Ja, wir sind ohne den Spielfeldzauber meiner Meinung nach nicht zu beschwören. Das ist wohl richtig. Du beschwörst sie und dann sind sie sofort wieder weg. Okay, einiger Notruf. Pro Oberseele. Okay. Das ist sehr schlecht für uns. Dafür war Oberseele gut. Kann sein, dass wir schon so viel verloren haben. Ich würde sagen, wir werden hier gerade ziemlich platt gemacht. Du hast dafür aber auch nicht die richtige Farbe, Vitus. Tja, Hätten wir doch mal lieber die Spiegelkraft freigelegt, was? Ach, das ist gut. Ja, bitte. Und Möbius, der Frostmonarch, los geht's. Ja, dann zerstör uns doch mal bitte die Karten da hinten. Xing Zhen Hu muss weg und der Weltraum muss weg. Können wir zumindest einen Airman killen. Wir haben noch ganze 700 Lebenspunkte, also knapp an der Grenze, ja. Ja, dann werden wir unsere Spiegelkraft hier aktivieren müssen. Wenn wir jetzt noch eine Oberseele hat, haben wir ein Problem. Glomos. Bei vielen Effekten haben wir jetzt ein Problem. Damit können wir außerdem nichts anfangen. Ich glaube, aktivieren wir den lieber. Sicher ist sicher. Das war ein MST, okay. Wenn diese Karte angreift oder angegriffen wird, zieht dein Gegner eine Karte, zeig diese Karte vor und führe basierend auf dem Typ deinen entsprechenden Effekt aus. Ach, das Vieh ist so nervtötend. Okay. Seine Airmans sind alle im Friedhof. Aber wenn er Neos irgendwie beschwört kriegt, dann sind wir tot, wenn die mystische Tomate aufliegt. Also müssen wir die wohl oder übel in der Verteidigung lassen. Und es ist ein Cyberdach, also die Battlefest ist beendet. Das kann jetzt dauern.
von dem Ding triggert immer, oder? Ja. Ich wünschte, ich könnte ihn zu uns rüberholen, aber dieser Luxus wird uns wohl oder nicht gegeben sein. Ziehen wir halt ein paar Karten, ne? Oh, guck mal, da war der Illusion. Das ist jetzt nervig. Er hat zwar gerade auch nichts, aber... Okay, das können wir benutzen. Hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt eine Zauberkarte so mal ziehen und nicht wieder ein Monster. Ah, Moment. Wieder ein Monster. Jo. Namen Kevin. Na gut, für Zaborg geht das natürlich auch. Dann brauchen wir den Ring nicht unbedingt. Aber Zaborg. Blitzeinschlag. Natürlich Blitzeinschlag. Können wir nicht viel machen. Wie geht's, wie steht's? Bisschen erkältet, aber sonst ganz gut. Wie ist es bei dir, Kevin? Schwerer Sturm. Okay. Ach, den lassen wir mal noch. Das Ding da hinten hat uns ja bis jetzt nichts getan. Gut, Zaborg, friss mal bitte das Viech da. Jetzt ist es der Zylinder oder sowas. Okay. Soweit, so gut. Neuer Weltraum. Da machen wir momentan mal nichts. Und wenn er den gerade gezogen hat, bitte. Buch des Mondes. Das ist eine gute Absicherung. Dann legen wir mal die Wand der Illusionen und drauf auf die Lebenspunkte. Sing sein Buch schon wieder. Wer spielt denn so einen Unsinn? Brauchen wir weiterhin 3 Subs zum nächsten Slot? Ja, in der Tat, wir brauchen immer noch 3 Subs. Ich habe inzwischen da oben einen Zielcounter eingeführt, wenn du oberhalb des Mainscreens guckst. Das ist ein neuer Abonnenten für einen neuen Emotes im September. Balken. Es würde reichen, wenn wir den mit dieser Borg im Kampf killen können. Glänzender Elf, nein. Okay, was holt der? Nein, ein glänzender Elf, der war zu befürchten. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das heißt, er hat jetzt auf jeden Fall keine glänzenden Elfen mehr, was schon mal viel wert ist. Dann beschwören wir uns doch mal einen Testalos. Wahrscheinlich Neos treffen. Jo. Neos ist natürlich ein gutes Ziel auf seiner Hand für sowas. So, theoretisch kann er natürlich immer noch Nova-Beschwörer im Deck haben. Es ist aber Neo-Weltraum Glomos. Mhm. Was ist das Thema dieses Duells? Das Thema dieses Duells ist, gewinn das Duell. Ja, wir haben gewonnen. Weg damit. Endlich. Glomos hat echt genervt. Ja, ja, heute guter Zug. Und wir sind auch auf 700 Lebenspunkte runtergegangen. Jeez. Wunderschön. Eine Stunde später haben wir ein Duell gewonnen. Das war ein langer Kampf gegen Glomos. Gut, dann hätten wir hier noch den dunklen Herrscher Vandalgion. Aus dem Nichts. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sich Vandalgion beschwört. Ich glaube, der hat auch irgendwelche kreativen Beschwörungsvoraussetzungen. Ich habe die Leiste gesehen und sie jetzt erst verstanden. Manchmal frage ich mich, wie ich Fachabi gemacht habe. Ja gut. Wenn man nur auf die Leiste drauf guckt, ist es auch nicht sofort offensichtlich. Man muss schon oben den ganzen Obertext mitlesen, den ich da drüber gesetzt habe. Ja, wird so reichen müssen.
Endlich Stufe 5 CPUs. Merkt man einen Anstieg in der Schwierigkeit? Ja, doch schon. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie eindeutig schwerer geworden sind. Also wir hatten ein gegnerisches Deck, das 6 Samurai-Deck. Das haben wir zwar in zwei Runden innerhalb kürzester Zeit platt gemacht, weil wir gut gezogen haben, aber im dritten Duell hat es uns dafür innerhalb von 6 Runden platt gemacht. Also die Gegner haben auf jeden Fall jetzt das Potenzial, uns zu killen, wenn sie wollen. Dann Gehirn kontrollieren wir doch mal diese Riesenratte da. Ich hätte nämlich gerne Testalos auf dem Feld. Wenn der Gehirn kommt, wenn der Gegner eine Konterfalle aktiviert und nutzt dann lustige Effekte, okay? Göttlicher Zorn. Und tschüss, Testalos. Okay, keine Fallen gegen Angriffe. Das ist schon mal viel wert, würde ich sagen. Zu egal. Dann können wir wenigstens gleich nochmal flippen oder so. Aber stattdessen ist es wahrscheinlich sinnvoller, den Seelenstifter zu aktivieren und zu versuchen, ihm Grandma von der Hand abzunehmen. Okay, oder er hat gerade frisch von der Hand eine Spiegelkraft gespielt, dann können wir Grandma vielleicht auch gleich per Seelentausch opfern oder so. Komm, spiel Grandma. Brav. Ich will Grandma im Friedhof haben. Ich, 22, erkläre meinem Bruder 5, wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert. Pfah, viel Spaß, Crimson Sunbird. Ich meine, da ist es mindestens noch einfacher, mit den alten Editionen hier anzufangen. Die sind noch leichter zu verstehen als alle zusätzlichen Mechaniken des modernen Kartenspiels. Schwerer Sturm werden wir wahrscheinlich noch gebrauchen können. Gehirnkontrolle, Buch des Mondes. Ich schätze mal, tun wir den hier weg. Und tun den hier weg. Jo. Da wir jetzt eine Gehirnkontrolle haben, gehirnkontrollieren wir lieber den Grand Mole. Ja, damit. Und schnappen uns stattdessen Testalos. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Grand Mole auf 1 ist. Wenn Grand Mole nicht auf 1 ist, dann mache ich das Spiel sofort aus. Fehl Lilly! Gut, dass die weg ist. Jo. So, Testalos, drauf mit dir. Gegner zieht, aber nichts ordentliches. Sagt der, der drei Gehirnkontrollen spielt. Was denn? Das reicht schon. Nicht. Doch, man muss die Hälfte. Das macht ihm mehr Schaden, als wenn ich angegriffen hätte. Das macht keinen Unterschied. Bup, tot. Ja, Grandma, das ist so, du willst es nicht wissen. Nee, nein, Nutzer, du kannst mir nicht verkaufen, dass der hier auf 3 ist. Du kannst mir nicht verkaufen, dass die Grandma nicht limitiert haben. In der Edition hier. Best of Kain, ja, ich weiß nicht. Ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht. Es hat keinen Unterschied gemacht, ob er es aktiviert oder nicht. Dementsprechend war es vollkommen Schnuppe. Gut, was können wir denn mal spielen? Also das Torwächterdeck auf Stufe 5 einzusetzen ist, glaube ich, eher fragwürdig. Versuchen wir Johns Apparate doch einfach mal auf Stufe 5 antreten zu lassen. Für das Spiel braucht man ein Best of KI Spezialvideo. Ich habe die Stelle von gestern leider nicht mehr gefunden, die ich eigentlich highlighten wollte. Ich habe durch das Video durchgeführt und ich habe einfach nicht mehr die Stelle wiedergefunden. Es hat leider keiner einen Clip erstellt. Okay, dann starten wir mal ein neues Duell. Wir beginnen die Runde mit einem roten Apparello. Jo. Königlich Erlass ist schon mal ganz gut für den Start. Bei mir funktionieren Clips nie, weiß auch nicht warum. Ja, der Vorteil wäre halt gewesen, wenn einfach nur ein Clip überhaupt existiert hätte, wäre der mir halt angezeigt worden im VOD, sodass ich die Stelle gefunden hätte, um ein Highlight draus zu machen. Das hilft uns jetzt natürlich nicht.
So, wir aktivieren nochmal den königlichen Erlass einfach, um zu gucken, ob da eine Mysterie gegenkommt. Nein. Das sieht doch ganz nett aus. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben immer genügend Apparate, also wir können Apparate ruhig abwerfen. Grüner Apparat. Holen wir mehr Apparate aus dem Deck. Dann Hammer schießen wir mal das Fusselviech. Spalten die Zuflucht weg. Und holen uns noch Schrumpfen aufs Feld. Und dann kann es ja losgehen, den Cyber-Ogre direkt zum Matrit hier. Hysterische Party-Deck. Ich weiß nicht, die Harpyons sind glaube ich auch nicht mehr unbedingt empfehlenswert. Aber wir können es ja gleich mal versuchen. Zukunftsfusion, na sowas. Cyberdrachen, Cyberphönix. Der verhindert das jetzt aber nicht, oder? Und lüre die Effekte von Cyberfeindkarten, die ein Monster vom Typ Maschine auf deiner Spielfeldseite zum Ziel bestimmt. Doch. Genau das verhindert es. Boop. Dann kriegen wir den halt jetzt einmal ab. Wir müssen den Cyberphönix erstmal killen. Aber für sowas haben wir Apparate. Go, roter Apparat. Jo. Verzagen Sie nicht, die Apparate sind da. Oh, auf den Cyberphönix bitte. Da war leider eine Karte ziehen, aber ist dann halt so. Und dann spalten wir mal den Cyberdrachen ab. Die setzen wir uns auch noch aufs Feld. Und weiter geht's. Gold kommt erstmal im ersten Tick. Gelber Apparat, jo. Sucht uns grüner Apparat. Ach, Hex. Hilft uns nicht wirklich was, oder? Er wird nur ATK, ja. Können ihn aufschlagen lassen. Werden wir wohl auch müssen, schätze ich. Oh, ich hätte hier noch einfach eine Angriffsposition legen können, sehe ich gerade. Egal, zu spät. Ich hatte vergessen, dass Feindkontrolle in beide Richtungen geht. Im Gegensatz zu gewissen anderen Zaubern. Gut, dann würde er sich eine Zukunftsvision holen für Cyber Ogre 2, schätze ich. Ja, Cyber Zwillings... Was? Cyber Zwillingssache? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich bin jetzt irgendwie von einem Cyber Ogre Deck ausgegangen. Ich schätze, Cyberdrachen sind einfach zu immer und deswegen holt er sich selbst einen Cyber-Ogre. Lieber einen Cyber-Zwillingsdrachen. Was ich nachvollziehen kann, was aber dennoch irgendwie komisch ist. So, was haben wir dieses Mal da liegen? Wieder ein Hex. Können wir jetzt Feindkontrolle an dem Punkt aktivieren zufällig? Ne, kann man nicht. Wäre auch komisch gewesen. Der hat zu viele Hexes. Dann legen wir Hex halt dieses Mal um. So, einmal auf ihn. Cyberdrache einfach die Signaturkarte des damaligen Metas. Ja, das war in der Tat so. Dann wurde er limitiert. Dann haben sie neue Karten für Cyberdrachen rausgebracht. Dann wurde er wieder gespielt. Und irgendwann ist er dann endlich mal aus dem Spiel rausgefallen. Es hat lange gedauert, bis der Cyberdrache wirklich mal gestorben ist. Das ist gut, Wacker hat sich voranstellen.
So, roter Apparat. Kann nichts mehr raussuchen. Wir sind fertig mit Apparate suchen. Okay, grüner Apparat. Was haben wir da? Dekuichi, die Dampflokomotive. Hey, die kriegen wir platt, ohne was zu aktivieren. Das ist ja wunderbar. Dann immer drauf da. Schwupp. Und 1, 3. Schwupp, schwupp. Okay. So weit, so gut. Was könnte jetzt noch passieren? Wird er sich an Sarah Zwillingsdarm fusionieren? Hm. Fragen über Fragen. Den greift er an, den gelben. Ja, dann schrumpfen wir das Viech doch mal. Sei kleiner. Dann stürmen wir voran. Sei größer. Haha. Das lief doch soweit ganz gut. Wir legen uns mal ein in die Verteidigungsposition, für den Fall, dass böse Dinge passieren. Nö, keine bösen Dinge. Jau, jau, jau. Und da haben wir auch schon wieder gewonnen. Das haben die Apparate doch ganz gut gemacht. Na gut, es wurden sich die Harpien gewünscht. Davon von 5 Runden hat sich gelohnt mit dem Zwillingsdrachen, in der Tat. Holen wir halt die Harpien mal wieder für eine Runde raus. Ich befürchte zwar, dass die Harpien inzwischen nur noch platt gemacht werden. Aber holen wir mal die Harpien für eine Runde raus. Da hätten wir zum Beispiel Strongholds, die mobile Festung, gegen die wir mal antreten können. Strongholds Angriffswert geht außerhalb seines Rectangles da raus. Hexagons, was auch immer. Und das 5x halt. Das ist aber eine gute Anfangshand, hier mit Jagdgründen und so. Ich würde sagen, wir starten mit einem Airman, der einen Airman sucht. Airman! Noch besser wäre, wenn wir Egotist gezogen hätten. Pentagon. Ja. Wortfindungsstörung und so. Okay, Problem gelöst. Allerdings hat unser Gegner überhaupt keine verdeckten Karten gespielt, für die das jetzt so richtig effektiv wäre. Von daher bleiben wir erstmal noch bei Airman, schätze ich. Airman. Sora Damin hat 5 Euro gespendet. Mensch, ihr seid ja spendabel, Leute. Vielen, vielen Dank. Damit hat sich Sora Damin wahrscheinlich gerade, ja, den nächsten Posten als unser großer Streamboss gesichert. Guten Abend zusammen, schreibt Sora Damin. Ja, dir auch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, du hast einen wunderbaren Montag gehabt. Wenn du gerade erst reinkommst, hast du es wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe den Streamboss geändert. Der Streamboss ist jetzt deutlich schwerer zu besiegen. Das heißt, du bist jetzt ein Streamboss mit deutlich mehr HP als vorher. Das heißt, die Leute müssen ein bisschen mehr machen, um dich von dem Posten wieder runterzustoßen. Wir setzen mal Creature Swap. Jo. Gute Airman-Kette, wer liebt sie nicht? Jeder, der dagegen antreten muss, liebt sie nicht. Oh, guck mal, die mobile Festung spielt tatsächlich mal ein Apparat. Ah, da kommt eine Verdeckte. Okay. Gut, dann spielen wir die Harpie 1. Dann aktivieren wir die Jagdgründe der Harpie. Nichts. Schade. Soviel zu den Jagdgründen der Harpie. Gut,